Mit dem Durchschneiden vom obligaten Band ist die diesjährige Ausgabe von der weitherum bekannten Binnigen-Kunstausstellung Arte Binnigen eröffnet worden. Ein mehr als symbolischer Akt. Vor allem war es für uns ältere Generation einfach ein schöner Moment gewesen, zu wissen, es kommen Junge noch. Das ist uns sehr wichtig gewesen, denn wir haben schon fast befürchtet, irgendwann ist es zu Ende. Aber jetzt sind wirklich die eigenen Kinder darunter, die das jetzt in Zukunft übernehmen. Und wir stehen einfach mal im Hintergrund, vielleicht noch mit Rat und Tat dabei, zur Seite. Die Vielfalt dieser Ausstellung ist eindrücklich. Es ist uns gelungen, aus den einzelnen Kunstwerken ein schönes Gesamt zu machen. Ein Gesamtwerk. Und zwar ist es halt wie immer sehr farbenfroh, sehr wild und bunt rausgekommen. Ich bin seit 32 Jahren dabei, also seit dem Anfang. Und die Kunstausstellung ist ja eigentlich mit uns gewachsen, wenn man so will, von klein bis zum heutigen Stand. Und das Aufstellen macht uns im Prinzip fast keine Mühe mehr. Es läuft sehr routiniert ab. Wir sind froh, wenn sich jemand noch möchte anmelden. Für 2025 sind wir immer offen. Viel Lob kommt von der Binnigen Gemeindepräsidentin. Ja, es ist einmal mehr fantastisch, was der Angelo Falcone, Yvonne Bey und ihr Team hier auf die Beine gestellt haben. Sie schaffen es, ganz tolle Kunstwerk nach Binnigen zu bringen und eine wunderschöne Stimmung anzuzaubern. Es ist alles da, was Rang und Namen hat. Also es gibt eigentlich, es ist einfach nur super. Ich glaube, das ist ein Highlight. Im Jahreskalender für alle Leute, die Kunst gerne haben, ist es ein Must, hier hinzugehen. Es freut mich natürlich sehr, dass wir das hier in Binnigen können beheimaten und auch können unterstützen. Und dass wir so ein tolles Team haben, das das organisiert. Also das ist für Binnigen nur ein Highlight, absolut. Zufrieden zeigt sich auch der regionale Künstler. Ich bin das erste Mal hier. Ich durfte eher hier in Binnigen dabei sein. Art ist immer etwas ganz Tolles. Also Art ist sehr unterschiedlich, Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Ich mache, wie du siehst, ein bisschen mehr im Pop-Art. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso sie mir dieses Jahr reingenommen haben in Binnigen. Und mir macht das einfach Freude. Die ganze Kunstszene und überhaupt das Kreative. Ich zeichne Sachen digital, die ich entsprechend künstlerisch veredle. Man nennt das heutzutage Mixtechnik. Und die Mixtechnik, die macht mir sehr viel Spass, weil ich integriere auch alte Rahmen, wie du hier im Hintergrund gerade siehst. Das sind so alte Barockrahmen, schwer, teilweise in einem desolaten Zustand, und die restaurieren und das kombiniere ich nachher mit der heutigen modernen Kunst. Die Arte Binnigen im Kronematzal geht noch bis und mit am Sonntag, 17. November, ist jeden Tag offen und der Eintritt ist frei. Viel Vergnügen!